Neppel. Kikkernatsch. Hrünschk. So, ich hab da noch einen Trick. Setze ich dich im Mai, kommst du gleich. Wir kümmern uns heute um die Kartoffel, die muss heute in den Boden. Und dafür bin ich auf einen riesen Gemüseacker gefahren, bei Wittichenau in Kotten ganz genau, in der schönen Oberlausitz. Mir wäre das eindeutig zu kalt, wäre ich eine Kartoffel, 8, 9, 10 Grad Bodentemperatur. Aber die Knolle kommt gut damit zurecht. 15 Grad wäre natürlich noch viel besser. Aber dann heißt es jetzt für mich, raus aus der Zeile und rein. Komm, in die Diana, ich helfe dir. Oh, danke. Bitte. Das habe ich ja noch nie gemacht, in der Kartoffelzeile gelegen. So, na, da gucken wir mal. Ja. Sehr, sehr schön. Ich habe mich bei Franz Lange eingeladen auf seinem Gemüseacker und seine Passion sind die Kartoffeln. Herr Lange, was haben Sie denn jetzt für Kartoffeln für uns vorbereitet? Also ich habe die zwei Sorten, die klassischen von meiner eigenen Ernte, ja, vom vorigen Jahr. Sehr gut. Die habe ich mitgebracht. Wir fangen mal mit der an. Ja, das ist die Laura, ja. Das ist eine festkochende rote. Mhm. Also die Schale ist rot. Ja, wofür nutzen Sie die? Für Bratkartoffeln, für Kartoffelsalat, ja, für so eine, dass sie nie auseinanderfällt. Ja. Ne? Und die zweite Sorte? Die, das ist auch eine festkochende. Ja. Die ist auch sehr gut. Mhm. Ja. Das ist die Salome. Das ist die Salome. Mhm. Und die hat auch schöne Triebe. Das ist gerade das Richtige. Ja, das ist, na, die brechen dann die ab beim Pflanzen. Sehr schön. Ja. Und ich habe noch zwei Sorten mitgebracht, die sind ein bisschen exotischer. Ja. Die erste. Die kenne ich ja nur gar nicht. Die heißt Mandel. Aha. Jetzt gucke ich noch mal, was die Schönes kann. Hier steht, als Babyofenkartoffeln kann man die nutzen mit Rosmarin und Meersalz. Mhm. Oh, das klingt lecker. Das ist ja lecker. So. Und jetzt hier noch die zweite. Das ist die Aspargis. Was kann die Schönes? Das habe ich mir auch hier nochmal unterstrichen. Hat einen kräftigen Geschmack, heißt es. Und die kann man als Pellkartoffel nutzen. Aha. Bevor wir die jetzt setzen, worauf muss ich achten? Ich sage jetzt mal Stichwort Kartoffelgesundheit. Ja, die Kartoffel muss gesund sein. Keine richtige Druckstellen, ja, oder offene Stellen, ja, oder verfault oder sowas, ja, das ist nicht gut. Also nichts Matschiges. Nee. Mhm. Wenn die ein bisschen welk ist, macht nichts. Ja, apropos trotzdem, welk, ja, wenn ich die hier angucke, ja, das ist jetzt die Aspargis, ja, die macht ja ganz schön, gucken, ja, Sie mal hier. Das macht eigentlich gar nichts. Nee? Das macht eigentlich also gar die nichts. Kann so ein bisschen schrumpelig sein? Die kann. Und ja. Und die hat ja auch schon... So lange Keimlinge, ja, macht das, ja, auch was? Das macht nichts. Wenn der Keimling hier abbricht, haben wir hier noch ein paar neue. Ja. Ich habe ja schon, als ich manchmal keine Steckkartoffeln hatte, also kleine, so eine, wie Steckkartoffeln sind, ich habe dann gleich große auch genommen, ja, und auf die Hälfte geschnitten. Ach echt? Ja. Also hier quasi, wenn ich das mal andeuten kann, genau, hier durch? Auf die Hälfte. Aus und Triebe sind überall. Ja. Da habe ich die Kartoffeln, die Schneide, nach unten gelegt. Mhm. Auf die Wolle oder auf den Mist, ja, und den Trieb nach oben und fertig ist. Na super. Ja. Bevor es jetzt in den Acker geht, beschrifte ich noch mal. Dann machen wir uns das noch mal zurecht, ja, und dann machen wir uns in die Zeile. Dann machen wir uns auf die so, Arbeit. So, was muss ich jetzt hier noch draufschreiben? Salome, glaube ich, ja. Salome. Ja. Super. Gut. Saalau, Solschwitz, Schönau, Kunewitz, Rachlau, Hoske, Kotten. Alles sorbische Dörfer. Und gestatten Sie mir eine kurze Vokabelrunde in meiner Muttersprache. Neppel, Kartoffel. Kikkernatsch, Keimling. Rünschk, die Zeile. Und in der Zeile steht, Herr Lange, ich komme. Mensch, der Boden, der ist ja wirklich super, Herr Lange. Ja.
Der ist sehr gut, deswegen habe ich auch immer so eine guten Erträge. Ja, der ist schön locker, ne? Ja, der ist schön locker, schön krümelig, ja. Und kein, ja. Und das ist wichtig für die Kartoffel, damit die sich drinnen richtig entwickeln kann, ja. Richtig auseinandergehen kann, ja. Und ein paar Kilometer weiter nach oben, da gibt es ja auch Lehmboden und andersweitig, genau, ja, natürlich, ja, auch. Was, ja, macht man da? Haben Sie da noch einen Trick? Ja, da kann man Komposterde drunter mischen. Hm. Manche machen nur Sand. Bisschen Sand. Ja. Und ja, Kompost ist das Beste eigentlich. Ja. Aber Sie machen immer Dämme. Weshalb eigentlich? Ja, Dämme mache ich deswegen, weil, wenn es sehr regnet, läuft das Wasser runter. Ja. Das läuft dann in die Furche rein und bleibt eventuell stehen oder nicht. Ja. Und die Wärme kommt von der Seite. Also hier, Südseite ist immer Sonne. Ja. Und das ist wichtig. Sonne muss ran. Gut. Im Schatten, da wächst es keine Kartoffeln. Sehr gut. Ja, ja. Und wir machen jetzt hier diese Vordämme fertig, denn hier in die Mitte kommt ja dann die Kartoffeln, genau, rein. Ja. Wie muss denn der Zeilenabstand überhaupt dann sein? Der Zeilenabstand muss 50 bis 60. Also von, also hier mehr, bis sonst, hier ungefähr, ja, ne? Sonst, ja. Ist es zu breit. Man muss ja ein bisschen Ertrag auch haben, ne? Das stimmt. Ja, denke ich. Und die Tiefe? Und die Tiefe 10 bis 15. Und wie sieht das dann aus überhaupt dann mit dem Pflanzabstand, wenn ich dann hier rein die Kartoffeln setze? Ja, wir haben es immer so gemacht, Fußlänge. Ach, eine Fußlänge. Fußlänge, genau. Ja. Ja. Sehr schön. Und wir machen das jetzt erst noch mal zurecht. Ja. Und dann geht es wirklich ans Pflanzen. Dann machen wir los. Sehr gut. Sonst ist eher September. Und wir haben noch nicht geschafft. Nicht geschafft, ja. Und jetzt noch die Asparagus. Dann haben wir alles drin. Sind die Abstände so okay, ja, oder ist das zu okay, eng? Die, Anna. Ja. Mache weiter so. Ja. Das habe ich jetzt gelernt. Das kann weg. Sehr schön. Und Sie machen jetzt den Damm. Ich mache jetzt den Damm. Ja. Und der Damm, der ist dazu da. Der ist dazu da, damit sich der Boden richtig erwärmt. Aha, okay. Denn die Kartoffel braucht ja auch ein bisschen Wärme. Ja. Wie der Mensch, ja. So. Und Platz hat die ja dann auch, ne? Platz hat die dann auch. Die braucht viel Platz, weil die neuen Kartoffeln wachsen ja nach oben. Ja. Ja, die wachsen ja nicht tief in die Erde rein. Ja. Die macht so ein Nest. Die macht so ein Nest. Gut. Mit wie vielen Kartoffeln rechnen Sie, Herr Lange? Pro Kartoffel? Pro Kartoffel ungefähr 10 bis 15 Kartoffeln. Mhm. Aber... Ja, Sie können aber locker und leichtes Doppelte draus machen. Ja, kann ich. Und soll ich zeigen, wie? Na klar. Na dann los. Das ist Schafwolle. Das ist mein Trick. So und so. Mit diesem Trick habe ich den doppelten Ertrag. Was macht die Schafwolle? Die Schafwolle lockert den Boden. Ja. Nimmt die Feuchtigkeit auf vom Regen und ist auch als Nahrung. Nährstoffe. Ja, ja, ja. Und wärmt auch ein bisschen. Na ja. Wärmt ja die Menschen auch. Na, das so dünn. So, dann werden wir mal gucken. Hä? Da gucken wir mal in die Zeile, ja, und fangen genau damit an, wie wir die andere Zeile gelegt haben. Ja. Da müssen wir exakt die Kartoffeln nachlegen. Ja. So, Sie zeigen. Ich habe die Kartoffel, Sie haben die Wolle. Ja. Wie rum? Dass der Keimling nach, der oben. Keimling nach oben guckt, wenn es geht. Ja. Ja. Puff. Runter? Runter. So, und ich lege hier diese Wolle hin daneben. Gut. Nächste? Mein Zeilenabstand? Na ja, machst du deinen Abstand? Ja, dann muss das stimmen. So. Tja. Und so geht's weiter. Und mehr ist das nicht? Mehr ist das nicht. Und das hat so eine große Wirkung? Das hat so eine große Wirkung. Die Laura im Schafspelz. Ich kann nicht.
Da lasst das Experiment beginnen. Ich markiere es, Herr Lange. Ja. Das ist die Zeile ohne was und das ist die Zeile mit der Wolle. Ja. Ich bin ja gespannt, was wir im Herbst da rausholen auf beiden Zeilen. Was muss ich bis zum Herbst alles an Pflege beachten? Sie machen jetzt eigentlich die Dämme wieder runter. Ja, das ist so. Wenn die Kartoffeln raussprießen, ungefähr etwa 5 cm, so die Keime hoch sind, dann wird runtergerechnet oder runtergehakt. Das, was Sie jetzt gerade was zeigen. Was ich jetzt zeige. Ja. Und das damit, macht der Kartoffel nicht? Das macht der Kartoffel gar nicht, wenn man es vorsichtig macht. Und weshalb? Weil die Kartoffel auch ein bisschen Luft braucht. Ja. Ja, die ist ja auch ein bisschen festge vom Regen vielleicht oder festgetrocknet oder irgendwie festgedrückt. Ja. Also muss gelockert werden. Ja. Aber es wird auch immer noch mal angehäufelt, habe ich auch häufig gesehen. Ja, und dann ist noch ein Arbeitsgang. Okay. Denn es wächst ja auch Unkraut in die Zeilen. Gott, ja. Ja, das, der Übeltäter. Ja. So, da wird das in der Zeile auch noch mal gelockert. Ja. So. Am besten ist, man macht das in der Trockenheit. Ja. Da geht auch das Unkraut kaputt, was man rausmacht. Aber zwischenzeitlich wächst ja die Kartoffel dann weiter. Ja, ich vermute, die ist dann vielleicht so hoch. Ja, die ist dann so hoch. Ja. Dann wird wieder angehäufelt. Aha, so hier wieder. Genau wieder so. Gut. Damit die Pflanze nicht umfällt. Ja. Beim starken Regen, starken Wind. Ja. Weil die wird ja schwerer. Mhm. Ja. Da kommt die Blüte noch dazu. Die Blüte ist schwer und dann knicken die um. Mhm. Dann werden die auch gleich braun. Na ja. Wenn die umgeknickt haben, wird die Pflanze braun. Da bin ich ja gespannt, wie es dann im Herbst aussieht, wenn wir dann tatsächlich noch mal anhöfeln und das noch mal runterrechen vorher. Ja, ja. Und vor allen Dingen bin ich ja gespannt, wie dann unsere Ernte ausfällt, Herr Lange. Na ja, das werden wir dann sehen. Ja. Ob wir dann eher das Körbchen dann voll haben werden, das Kartoffelkörbchen oder die Nase, was nicht geklappt hat. Wenn nichts wird, sagen wir denn nichts. Sind wir uns einig? Dankeschön, danke. Das Experiment startet. Ich steige, muss ich mal schauen. Nein, du musst.